So, Tag 44 der Boss-Transformation. Wir sind in Wien und gehen jetzt hier in so ein Fitnessstudio. Waren wir 2014 schon mal, war damals im Blog zu sehen. Gehen wir eine Runde pumpen. Ich mache heute mein Rückentraining. Ich bin quasi so aus dem Bett gefallen und wurde dann gezwungen von den beiden Herren, jetzt sofort mitzukommen, wenn die heute ins Pumpen gehen. Und deswegen stehen wir jetzt hier. Und ich habe immer noch die Sachen an, mit denen ich geschlafen habe, aber das macht ja nichts. Da können die danach. Wir sind ja auf Tour, da hat man eh nicht so viele Sachen mit. Da können wir direkt, kann ich die direkt wegschmeißen danach. Oder? Okay. So, ich fühle mich alles mit schneller Runde Kreuzheben, mit kleinem Gewicht schon durch. Ich habe heute echt nicht übertrieben. Mir steht ja noch viel an und wie gesagt, bin auch noch nicht allzu lange wach. So, jetzt mal gerade beim Latz ziehen. Wir sind hier übrigens im Fit-In, im Gasometer in Wien. Das gute Fit-In, die haben uns netterweise reingelassen. Ich habe ein paar Probleme vorne. 15 Euro, sonst die Tageskarte, dann kam die Chefin, Konzert, komm. So läuft das, wenn man mit dem Boss auf Tour ist. So, jetzt haben wir hier den Fatmir mit den 110 Kilo. Ist er noch beim Aufwärmsatz quasi. Und nächste Runde dann wahrscheinlich alles weg, ne? So damit sieht hätte ich auch nicht gedacht. So, heute steht wie gesagt Rücken an Rücken, Trizeps, Schultern. Wir ziehen sehr schnell durch. 130 Kilo bei Fatmir. Ich nehme mal besser mein Handy da weg. Ich glaube, der Fatmir sprengt gleich das ganze Gerät. Hier vorne natürlich Attila noch mit dabei. Der gerade verschwindet, der heute voll auf Arme geht. Und wahrscheinlich die ein oder andere Handel auch durchbrechen wird heute noch. Der Mann, der die Gewichte einfach zerbeißt, wenn sie mal zu schwer sind. Man kann einfach durch Zerbeißen aus 10 Kilo 5 Kilo Scheiben machen. Man muss ja nicht immer lang die Scheiben suchen. Heftig. Und mache ich auch nochmal eine schnelle Runde. Wir springen direkt mal weiter hier. So, und der Attila benutzt hin und wieder auch mal Maschinen zum Training, aber auch nur, um sich auszuruhen. Ja, weil wahrscheinlich fürs Training selber nicht. Da taugen die Handeln einfach mehr. Das hier ist, ach, das ist dann hier die Stange zum Aufwärmen. Ja. Damit mache ich meine Arbeitssätze. Nicht mal. So, damit wir hier ein bisschen Zeit sparen. Gleich will mal kurz die Hantel vom Attila für ein bisschen Langhantel rudern. Geht das auch mit der SZ? Ja, ne? Und wechsel mich da dann ab mit dem Rudern direkt. Ja, das normale Rudern. Mach ich jetzt einfach alles abwechselnd, alles kreuz und quer durcheinander. Heute ist die Hauptsache, dass die Sätze passen. Und man ein bisschen Workout hat. Zeit ist sehr knapp immer auf Tour, deswegen bin ich froh, dass wir hier sind. Ein Bizepssatz für euch. Oh, Maschine. Ja,
Rückentraining haben wir alles gemacht. Ich zumindest, der Fatme geht heute nur auf Rücken. Attila, wie gesagt, killt den Beat selbst und ich suche jetzt hier die kleinen Zehnerscheiben für vorgebeugtes Seitrudern. Heute mache ich es mal auf der Bank, da kann man ein bisschen weniger falsch machen. Plus Stange, bei uns wiegen die Stangen 8 Kilo. Ich denke mal, hier ist es ähnlich. Hier ist die Stange. Da werfen wir doch nochmal einen Blick. So, meinen dritten Satz mache ich jetzt ein bisschen anders. Die Bank war wohl ein bisschen zu schräg. Es ist wohl noch besser, wenn man noch weiter nach vorne gebeugt ist, habe ich gerade gehört. Und jetzt mache ich eine kleine Alternativübung. Ist wohl eine Arnold Schwarzenegger-Übung, die ich hier gerade empfohlen bekommen habe vom guten Attila. Und ich werde es mal versuchen. Könnt ihr mal zu Hause ausprobieren im Gym. So, ich wärme jetzt den Trizeps auf und dann geht's an die French Press. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Hintergrund gesehen habt, ja? Da sieht man mal Seitheben, da kommt es echt auf eine saubere Ausführung an, weil ich habe heute noch gesehen, wie Attila heute Morgen ähnliche 10-Kilo-Hanteln sich noch ins Müsli gemischt hat. Und jetzt benutzt er die nur zum Seitheben. Ne? Seitheben, da kommt es halt echt auf die saubere Ausführung an. Stock da noch ein bisschen auf und jetzt natürlich, das war natürlich ein Scherz mit den 10 Kilo scheinbar, trotzdem immer sauber machen, ja, aber hier, es klappt auch beim Attila natürlich easy mit den 28ern. Wie konnte ich auch nur anderes denken? Ja. Hier vorne vorgebeugtes, einarmiges Rudern mit einem unmenschlichen Gewicht einfach. Die Männer trainieren natürlich nicht erst seit gestern. Ja. Wir machen noch einen Satz und dann sind wir fertig für heute. Ein bisschen wenig Zeit zum Trainieren gehabt, aber dafür dann umso härter reingehauen mit Supersätzen und sowas. Facepulls zum Beispiel konnte ich hier nicht machen, kein langes Seil da. Soll heute egal sein, wir sind auf Tour und haben echt das Beste draus gemacht. So. Killer-Training, auf jeden Fall, ich bin voll außer Atem, jetzt schon. Ja, fit im Gasometer, ist ein schönes Gym auf jeden Fall, könnt ihr auch ruhig mal guten Gewissens hingehen. So, und zum Abschluss. Einarmiges Rudern mit 50 Kilo. Nichts leichter als das. Ja. Man sieht, wie der Fatme schön weit nach unten wieder geht. Schön den Latissimus überstreckt wieder. Ja. Da habe ich das Gefühl, wenn ich mit den beiden trainieren gehe, dass dann automatisch echt
einfach nur durch die Anwesenheit härteres Training möglich ist, weil man sich hier keine Blöße geben will. Hammer. Gut durchgezogen. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir zurück in die Location. Ja, danke schön nochmal. Ja, bitte. Ja. Ciao. Das nächste Mal nicht weniger Gewicht. Das muss schon sein. Danke. Ciao. Würde ich sagen, Leute, das war's aus Wien. Ach komm, wir werfen nochmal einen Blick raus, weil es so schön ist. So, jetzt guckt euch die Location an. Ist auf jeden Fall nice. Jetzt werden wir noch zurückgefahren, die 2 Meter, die kann man natürlich nicht zu Fuß zurücklegen, da muss man natürlich gefahren werden, vor allem nach diesem intensiven Training jetzt noch laufen, das wäre natürlich eine absolute Schandtat. Und da sind wir wieder angekommen im Tourbus, da stehen schon einige Leute draußen, unter anderem der Göckern, der immer in der Steinzeit anruft, ja, der hat mir wohl was mitgebracht und ich habe ihm witzigerweise auch was mitgebracht. Da hat er mehrfach angerufen und gefragt, ob ich nach Wien komme. So, und ich teste jetzt heute zum ersten Mal, ich habe es noch nie probiert, das Whey Hydrolysat, ja, von ZEC Plus. Das ist wohl, wir haben hier so eine kleine Auswahl stehen, Whey Connection Isolat und das Hydrolysat, BCAA Select und Ice Tea Peach. So, und ich finde, also Cola war okay, so, ne, das schmeckt mir auf jeden Fall geiler. Ich mag aber auch Eistee und hatte ewig keinen Eistee. Für mich ist das so, boah, endlich kann ich wieder Eistee trinken, so nach dem Motto. Das knall ich mir auch gleich rein und hier das Whey Hydrolysat, ja, und mal checken, wie es schmeckt. So, wir haben natürlich alles da hier im Tourbus, also eine mobile Küche, hier haben wir Besteck da, alles, was du brauchst. Ist echt so wie ein echt fetter Wohnwagen, kühles Wasser. Und jetzt müssen wir nur mal gucken hier. Ich dachte, bei ZEC Plus sind die Scoops immer oben. Ach, tatsächlich. Sehr gut. Sehr gut. 2 Löffelchen rein. Und das. BCAAs. Schadet ja nicht, ne? Mahlzeit und damit würde ich sagen, bis morgen.